Servus, ihr Lieben. Hallo. Ja, das nächste Abenteuer geht los. Denn letzte Woche hat er noch vorausgesagt, 10 Liter in der Stunde. Das wäre schon sehr nass geworden. Allein haben wir erreicht. Wir sind oben angekommen. Ich weiß gar nicht, dass die alle so schlechte Laune haben, gell? Die ziehen alle im Gesicht. Das ist ja unglaublich. Training Man, ich sehe die Wiese. Ach, ist das herrlich. Ja, wir haben nicht zu viel versprochen. Die Steigungen sind schon nicht schlecht, gell? Ja. Aber wir haben es bald geschafft. Reicht dann auch echt, muss man echt sagen. Servus, ihr Lieben. Hallo. Ja, das nächste Abenteuer geht los. Ihr habt gesehen, die Fahrräder sind aufgeladen, das Auto ist bis unter das Dach gepackt. Und auf uns wartet der Alpe-Adria-Radweg. Und ja, wir machen es so, wir reisen heute nach Salzburg an, werden dort eine Nacht schlafen. Gott sei Dank, wenn man letzte Nacht die Gewitter hier gesehen hat bei uns. Gewitter ist ein guter Stichpunkt, das erwartet uns heute auch noch in Salzburg. Ziemlich heftig, also eigentlich von heute Abend die ganze Nacht durch. Morgen zum Start hat er auch noch ein bisschen Regen drin. Also wird dann nochmal ein flüssiger Start dann morgen. Ja, ich will euch ein bisschen mitnehmen nach Salzburg, vielleicht dann auch den Hoteltipp geben und wie machen wir es mit dem Parken. Ich finde das immer ganz wichtig, woanders wird dann immer einfach losgefahren und ja, Parken war nämlich auch noch so ein großes Thema. Und ja, das wollte ich ganz gerne damit reinpacken, weil es ja auch vielleicht für die wichtig, die das nachfahren wollen. Ja, wir haben jetzt Mittwoch, ich weiß gar nicht wie spät, ich glaube mittlerweile mittags 11:30. Ja, dadurch, dass das Wetter in Salzburg so schlecht werden soll, haben wir uns jetzt auch echt Zeit gelassen. Wir werden jetzt entspannt nach Salzburg fahren und ja, geplant ist, dass wir gleich auf den Parkplatz fahren, weil der ist nur, ich glaube, 2 Kilometer vom Hotel weg und alles auf die Räder laden und dann zum Hotel. Aber wenn es da so gewittert und ja, wir gucken einfach spontan. Aber ihr werdet es nachher wissen, wir nehmen euch ja mit. In dem Fall fahren wir jetzt los nach Salzburg und dann denke ich mal, sehen wir uns dann bei euch natürlich dann gleich in Salzburg. Bei uns dauert es jetzt so, ja, 3,5, 4 Stunden. Also, bis später. Servus und einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hier aus Salzburg und ja, wir haben hier nebenan im Hotel Rechenwirt. Das ist hier, ich weiß gar nicht, 1,5 Kilometer vom Parkplatz entfernt, genächtigt und sind jetzt hier auf dem Parkplatz Park and Ride Salzburg Süd. Hat einen Vorteil, liegt direkt am Alpe Adria Radweg und kostet 6 Euro am Tag, also für Salzburger Verhältnisse noch richtig human. Ja, wir haben jetzt so, ich weiß gar nicht, 8:30 mittlerweile, ja, fast 8:30. Wir haben um 7 gefrühstückt, sind schon seit 5 Uhr wach. Die letzte Nacht war sehr, sehr warm. Es hat gestern gewittert und ja, wir werden, denke ich, heute auch mit flüssigem Sonnenschein noch belohnt werden. Und ja, schauen jetzt einfach mal, dass wir jetzt hier vom Parkplatz auf unseren Track kommen und dann heißt das Italien. Wir kommen auf dem Alpe-Adria-Radweg. Wir haben uns heute vorgenommen, bis nach Dorf Gastein zu fahren. Das sind so 82 Kilometer. Die Etappen haben wir auch so um die 80 Kilometer gehalten. Tagesetappen finde ich eigentlich eine ganz gute Zahl.
Und ja, schauen wir mal. Geht jetzt ein ganzes Stück an der Salzach entlang. Und ja, wir freuen uns mega und sind gespannt, oder? Vor allem bin ich mega aufgeregt. Du bist mega aufgeregt, ja. Ja, vor allen Dingen schauen wir mal mit dem Wetter. Vielleicht haben wir ja Glück und es bleibt doch weitgehend trocken. Heute Mittag soll wohl noch mal ordentlich was kommen. Also das Regengebiet sitzt hier ziemlich fest. Und ja, ich denke mal, wir fahren jetzt einfach mal ganz gemütlich los und entspannt los. Und ja, würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf dieser Radreise wieder begleitet bis nach Grado, wo uns dann, glaube ich, fast 40 Grad erwarten. Also Wärme wird da auch noch eine Rolle spielen und dann alles Weitere dann von unterwegs. Hier wird gerade viel gebaut und es ist laut. Also auf geht's, erste Etappe, Alpe Adria Radweg. Genau. Das hier ist der Parkplatz, kann ich ja auch noch mal zeigen, Salzburg Süd. Und die meisten Shuttle, die mit dem Shuttle zurückfahren, halten hier auch. Von dem her, denke ich, ist das eine ganz gute Alternative. Der Parkplatz ist bewacht, also da ist immer einer da hinten im Häusel. Also von daher passt das, man braucht sich keine Gedanken um sein Auto machen. Finde ich persönlich immer sehr wichtig. Wir haben unterwegs auch noch so Parkbuchten und sowas gesehen, gell? So unter der Brücke und so, aber ne. Nee, also lieber die 6 Euro und das Auto steht sicher. In dem Fall, tschüss liebes Auto, bis in eine Woche. Und wir radeln los. Jo. Aufgeregt. Ja, schon. Schon. Also, dann fahren wir mal los, radeln wir die Aufregung raus. So, die ersten Meter auf dem Alpe Adria Radweg. Ja, vom Parkplatz zur Salzach waren es, glaube ich, genau 300 Meter. Und ja, wir sollen eigentlich auf der anderen Seite von der Salzach fahren, aber ja, nach 2-3 Kilometer sollen wir eh die Seite wechseln. Deshalb bleiben wir hier gleich auf der rechten Seite. Und ja, genießen jetzt mal die ersten Kilometer an der schlammverfärbten Salzach. Wobei wir eigentlich richtig froh sein können mit dem Wetter. Denn letzte Woche hat er noch vorausgesagt, 10 Liter in der Stunde. Das wäre schon sehr nass geworden. Und da waren die Voraussichten oder die Aussichten so schlecht, dass wir echt schon das ein oder andere Mal überlegt haben, ob wir überhaupt. Aber ja, es hat sich eigentlich weitgehend beruhigt. Heute haben wir noch ein bisschen mit Regen zu kämpfen und ab morgen folgt dann anstatt flüssigen Sonnenschein trockener Sonnenschein. Und ja, in den Alpen werden wir nicht so viel mit der Wärme zu kämpfen haben, aber dann, wenn wir die Alpen verlassen, denke ich, wird es nochmal spannend mit der Wärme. So, wir sind jetzt wieder auf dem offiziellen Track. Und Tina will bestimmt gleich Foto machen. Und ich wollte euch mal zeigen, hier wird die Salzach gestaut und kontrolliert weitergeleitet. Das da hinten wird wahrscheinlich eine Tauernautobahn sein. Und da hinten natürlich der Blick in die Alpen. Und schau mal da hinten links, ja, da kann man sogar ein bisschen die Sonne sehen. Das macht ja auf jeden Fall mal Mut. Ja, und hier auf der anderen Seite wird die Salzach dann abgelassen oder weitergeleitet oder wie sagt man dazu? Schön. Macht doch schon auf den ersten Metern Spaß. Gell? Ja. Da strahlt jemand. Weiter geht's. Jetzt dürfen wir hier über die Brücke. Hoppala. Ja, unser nächstes Ziel wird auf jeden Fall Hallein sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, da hinten nochmal. Die Alpen sind schon echt massiv und schön. Ja, ich habe das Schild gar nicht gesehen, aber Tina hat gesagt, das war das richtige Schild für mich. Was war da für ein Schild? Es stand gerade, gibt bitte Acht, überfahrt mich nicht und sind Schlangen abgebildet. Ja, da kommt Freude auf. Dann hoffen wir mal, dass sie noch ruhen. Vielleicht noch mal ein, zwei Sachen. Wir sind wieder aufs Mikro umgestiegen. Ich finde den Ton einfach besser, muss ich sagen. Ich habe das Schaumstoffcase mit, aber dann eher als Reserve, falls der Akku von den Mikros leer geht, dass man da dann doch noch mal was hat oder mit den Mikros irgendwas
ist, ja, wie eingangs gesagt, um die 80 Kilometer haben wir uns vorgenommen pro Tag. Ich denke, das ist ein ganz guter Mix aus dem Benedikt-Fernradweg oder auch eine Erkenntnis, die wir für uns gezogen haben. Und ja, werden dann 5 Tage unterwegs sein. Heute haben wir dann Donnerstag und am Montag werden wir dann in Grado einfahren. Freuen wir uns natürlich schon. Wir haben Asphalt unter den Füßen und richtig toller Blick hier schon. 3 Kilometer vor Hallein, auch wenn die Sonne nicht scheint. Aber bisher alles prima, alles gut. Tolle Radwege, macht jetzt schon richtig Spaß. Vor allen Dingen, es ist trocken. Das ist doch richtig klasse, oder? Da oben wieder richtig großes Feldmassiv. Jetzt genau, wo ich es filmen will, sind die Bäume davor. Aber ich glaube, hier vorne ist noch mal eine Lücke. Ja, das sind schon Berge. Da sind das im Allgäu ja nur Hügel. Hallein haben wir erreicht. Jetzt haben wir gerade noch ein schönes Foto gemacht. Für uns geht der Weg jetzt hier weiter. Das mal ein paar Eindrücke aus Hallein. War ja sogar richtig ein bisschen italienisches Flair, gell? Ja. Jetzt geht es nach, jetzt hoffe ich, dass ich das wieder richtig ausspreche, Kuchel. Was, Kuchel? Kuchel. Okay. K-U-C-H-L. Kuchel. Schauen wir mal. Nach Hallein haben wir dann jetzt die ersten Höhenmeter. Und ja, da geht es jetzt hier auf schön Wirtschaftswegen entlang. Klasse Aussicht. Also gefällt mir richtig gut. Richtig ruhig, nicht viel los. Richtig, richtig. Genau, schön. Macht echt Spaß. Und vor allen Dingen immer noch trocken. Lässt sich richtig super fahren. Links die Salzach. Hier, das ist unser Radweg hier. Bergauf, bergab. Aber richtig, richtig gut, echt. Vorsicht, Kühe. Schauen wir mal. Nee, macht echt Spaß. Wir sind jetzt gleich in der Marktgemeinde Kuchel. Hier am schönen kleinen Bächle. Ja, und wir sind gerade auf der Suche nach ein bisschen Wasser, gell? Ja. Jetzt haben wir endlich Trinkflaschen angeschafft. Wir hätten sonst immer was zu trinken in den Taschen, aber ist ja immer doof. Gerade im Sommer. Und ja, Tina, ihre Trinkflaschen. Ich habe Platz für 2. Die wollten wir eigentlich auffüllen, haben wir heute Morgen im Hotel vergessen. Ja, aber da wird sich sicher noch was auftun. Wir haben ja so auch noch was mit. Gell? Jo, gell? Hast du schon wieder Foto gemacht? Ja. Und? Gefällt es dir? Ja. Die Tour bisher? Schön. Schön, gell? Schöne Radwege. Ja, finde ich auch. Macht echt Spaß. Jetzt was trinken? Ja. Dann tun wir das. Ich habe hier gerade noch was entdeckt. Da kann wettertechnisch doch eigentlich echt nichts mehr schief gehen, oder? Zeige ich euch mal. Vielleicht Schicksal.
Nee, es war echt bewölkt, aber es sieht aus, als ob es immer heller wird. Ich habe gerade auf dem Radar geguckt, aktuell zieht gar nicht mehr so viel nach. Gehe ich ein paar Stunden vor, sind fette Regengebiete. Ja, schauen wir mal, wie sich's ausgeht. Vielleicht bleiben wir trocken, wir sind bisher zufrieden. Ja, mal wieder eine kleine Rampe hier. Ja, sieht schon cool aus da hinten. Die Sonne kämpft gegen die Wolken. Links Sonnenschein. Rechts dunkel. Ja, ist schon cool. Jetzt dürfen wir hier einmal über die Tauernautobahn. Das denke ich mal. Bevor es dann jetzt gleich runter nach Kuchel geht. Kuchel haben wir links liegen lassen, hätten wir reinfahren können, hatten wir jetzt aber nicht so ein Interesse dran. Und ja, was ich dieses Mal in dieser Videoreihe machen werde, ist die Kosten ein bisschen mit aufführen, weil ganz viele nach meiner letzten München-Venedig-Tour mich gefragt haben, zwecks den Kosten, also Kosten ab Salzburg, die Übernachtung und Parken, Shuttle, was zahlen wir für die einzelnen Übernachtungen? Ja, dass ihr da dann selber ein bisschen gucken könnt, wenn ihr das auch machen wollt. Es zelten ja nicht immer alle, wir auch nicht, weil wir sagen, es ist Urlaub und da will ich eine schöne Dusche und ein schönes Bett haben. Und ja, ihr habt es gerade rausgehört, Shuttle, ja, auch diesmal greife ich, wir auch wieder auf den Shuttle zurück. War letztes Mal einfach angenehm und ganz ehrlich, zwei E-Bikes, Gepäck, Bahn, ich habe da keinen Bock drauf. Tut mir leid, ist einfach so. In dem Fall jetzt aber weiter. Auf dem Weg Richtung Golling. Nächste Steigung hat immer wieder jetzt bisher so kleine Rampen. Aber alles gut machbar. Ja, durch Gollen sind wir durch. Jetzt wartet der erste Pass, der Pass Lück. Lück wird da, glaube ich, ausgesprochen. Wir müssen jetzt hier ein Stück an der Hauptstraße entlang, aber alles halb so wild. Mal einen tollen Blick hier auf die Bergmassive. Ich zeige euch das mal. Schaut mal. Ja. Schon wahnsinnig. Tina ist auch noch da. Jo. Dann rollen wir mal auf den Pass Lück zu. Ja, auf dem Pass Lück steht dann hier der Bus von den Red Bull Salzburg Eishockeymannschaft. Wir fahren jetzt hier Berg auf Pass Lück. Lück klingt irgendwie so französisch, gell? Wir sind immer noch hier auf dem Pass Lück. Und geht aber gut zu fahren, gell? Ja. Ist jetzt nicht so steil, also bisher zumindest. Hey. Also alles gut. Pass, zumindest mit E-Bike. Ja, und wer Lust hat und den Weg hier fährt, kann sich hier noch die Salzach-Klamm anschauen und hier einen Stop einlegen. Wir fahren aber weiter, gell? Jo. Und? Was? Bergauf.
Ja, bis jetzt hält sich's in Grenzen. Okay. Ja, hier noch. Gucken wir mal, dass wir da am Traktor vorbeikommen. Unser Weg führt hier nicht durch den Tunnel, sondern hier rauf. Grad sagt das nur. Also fahren wir da auch noch mal rauf. Wir sind oben angekommen. Mal ein kleiner Rundumblick. Jetzt geht's auch wieder runter. Es war jetzt echt die Tunnelüberfahrt quasi. Wir dürfen wir dann jetzt hier wieder runter. Ja, und einmal durch hier, durch die Berge, durch die Felsen. Schon Wahnsinn. Schon eine richtige Naturgewalt. Aber man muss sagen, es wird auch richtig frisch hier zwischen den Bergen. Und es war bisher so schwülwarm, aber hier schon eine klare, kühle Luft. Ich glaube, da sieht man ganz gut, dass es die letzten Tage ganz gut geregnet hat. Und es ist wunderschön. Wir haben jetzt hier die erste Tunneldurchfahrt. Hier, wo Tina vorsteht, das ist unsere erste Tunneldurchfahrt. Hier könnte man auch noch hochgehen, aber da ist zu. So noch eine alte Festung oben. Richtig schön hier. Also gefällt mir echt richtig gut. Es geht dann nun doch schon eine ganze Weile hier auf der Hauptstraße entlang. Ist nicht gerade sehr schön zu fahren, auch wenn der Blick richtig schön ist. Aber ist doch einiges los. Und die Autos, da die Straße hier ziemlich eng ist, überholen auch nicht mit wirklich großem Abstand. Gerade mal angehalten. Es geht hier die ganze Zeit an dieser Hauptstraße seit, ja, weiß nicht, vielleicht 3-4 Kilometern. Und ja, es war so ein kleiner Fahrradstreifen, aber die LKWs donnern da schon an einen ganz schön vorbei und dann staubt das natürlich. Ist gerade nicht so schön der Teil der Strecke, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn man da so tolle Berggipfel hinter sich hat, da ist er. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Geht, glaube ich, noch eine ganze Ecke jetzt hier an der Hauptstraße entlang und dann hoffe ich, dass wir die dann bald wieder verlassen. Was ein Massiv. Und wenn man bedenkt, da fährt eine Seilbahn hoch, konnte ich gerade entdecken, finde ich das schon wahnsinnig. Ja, wir sind immer noch, wie ihr hört, hier immer noch auf dieser Hauptstraße, tängeln wir hier entlang. Wir sind gerade, glaube ich, durch Hängen oder Wängen durch. Ja, bei uns kommt auch langsam so ein bisschen der Hunger auf. Wir haben jetzt fast die Hälfte der Tagesetappe geschafft. Und ja, wir werden jetzt mal gucken, ob wir irgendwo ein bisschen was zum Essen kriegen. Hat sich noch nicht so viel aufgetan. Und der Burg sind wir ein ganzes Stück näher gekommen. Und die Burg scheint sehr beliebt zu sein. Parkeinweiser, Parkplatz ist voll. Na gut. Sehr cool. Wir wollen ja nicht zur Burg, wir wollen zur Adria.
Wir sind jetzt in Wengen eingefallen, nee, in Werfen. Schönes kleines Städtchen hier in Werfen. Wir haben uns gerade mal mit Lebensmitteln eingedeckt. Und ja, wenn jetzt hier aus Werfen rausfahren und dann an einem schönen Plätzle dann eine kleine Brotzeit machen. Wir hoffen, dass es trocken bleibt, denn wir haben hier ein Bänkle gefunden, direkt hier an der Salzach, und wir haben echt Hunger, gell? Mhm. Obwohl du die Frühstücksbuffet-Fräse bist. Aber irgendwie ist der Hunger schon da, aber nach 40 Kilometern ist das ja auch okay, oder? Ja. Also, machen wir Brotzeit. So, wir haben gegessen. Bist satt geworden? Yep. Yep. Ja, es sind natürlich einige Radreisen vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, was die alle so schlechte Laune haben, gell? Die ziehen alle im Gesicht. Ist ja unglaublich. Wir haben jetzt, du hast gerade geguckt, wie viele Kilometer hatten wir? 43. 43 Kilometer. Jetzt haben wir noch mal so 40. Jetzt geht's nachher, nee, jetzt geht's erstmal nach St. Johann im Pongau. Und dann geht es nachher Richtung Dorf Gastein. Da haben wir noch mal ordentlich paar Höhenmeter zu bewältigen. Und ja, wir werden jetzt mal hier weiterfahren an der schönen Salzach. Und dann schauen wir mal, was uns noch hier erwartet. Und ja. Jetzt fängt es zu regnen an. Und jetzt fängt es zum Regnen an. Also hole ich mal die Regenjacke raus, gell? Jo. Hm. Ich wollte gerade sagen, es zieht so langsam zu. Aber in die Richtung, wo wir fahren, sieht es heller aus. Also Regenjacke an, los geht's. Ja. Wir sind wieder unterwegs. It's raining, man. Ich sehe die Wiese. Ja, regnet jetzt ein bisschen. Aber wir können ja von Glück sagen, eigentlich sollte es den ganzen Tag regnen. Da hinten sieht es auch schon wieder ein bisschen heller aus. Von daher alles gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man mich versteht, weil meine Jacke zu ist. Aber wird schon passen. Unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall Bischofshofen. Und mal sehen, ob wir da an der Skischanze vorbeikommen. Mir macht gerade mein Kiox ein paar Probleme. Der zeigt mir das Navi nicht mehr an. Ich habe gerade schon alles versucht, aber nichts zu machen. Er zeigt zwar mal kurz eine Meldung, wenn wir abbiegen müssen, aber die komplette Navikarte nicht mehr. Jetzt habe ich mein Handy auf laut gemacht und ja, dass er sich meldet, wenn wir abbiegen müssen. Ich habe ja sonst die Handyhalterung dran, die habe ich aber jetzt wegen dem Regen heute nicht rangemacht. Die will ich dann morgen wieder nutzen. Aber ist dann schon blöd. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe nichts gedrückt. Es war auf einmal nach der Pause so. Ja, mal schauen. Vielleicht finde ich es heute Abend raus, beziehungsweise morgen mache ich dann ja eh die Handyhalterung ran. Auf dem Handy funktioniert es komischerweise. Ja, Leute, hat gepisst wie die Sau. Gerade im Bischofshofen müssen wir wieder ein bisschen aufmuntern, gell? Au! ja, ich reg mich auch gerade tierisch auf, muss ich echt sagen, dass das auf dem Kiox dieses Navi nicht geht. Das kotzt mich gerade so an, weil dann fährst du durch Bischofshofen. Jetzt habe ich meine Handy-Navigation ins vorne reingeschmissen, in die Lenkertasche und einen Ton angemacht. Und das Ding ist nur an einer Tour am Piepen. Rechts, links, doch nicht links, fahr doch lieber rechts. Und ja, leck mich am Arsch, das macht keinen Spaß, ey. Da kaufst du so ein Scheißding für 3.500 Euro und dann funktioniert die Scheiße nach, was weiß ich, nach einem halben Jahr nicht mehr, ey. Zum Kotzen. Und ich habe echt keinen einzigen Knopf gedrückt. Wir haben Pause gemacht, ich habe ganz normal angehalten, wieder losgefahren. Der zeigt mir das nicht an. Ja. Und wenn er nur piepst und rechts und links, und der zeigt mir zwar diesen Pfeil an, dass ich rechts abbiegen soll oder so, aber ja, wenn es dreimal rechts weggeht, kannst du ja eins aussuchen. Dann bist du nicht richtig und leck mich am Arsch. Wir machen jetzt eine Trinkpause, stehen hier unter der Brücke und dann fahren wir weiter. Einmal runterkommen und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt von der Kamera mal den Akku gewechselt und habe jetzt das Schaumstoffcase rumgemacht, weil die Funkstrecke, die mag ja nicht so gerne die Nässe, und ich habe gerade geschaut, das soll jetzt eigentlich ja den restlichen Tag oder zumindest bis heute Abend regnen. Und ja, dann
tue ich mich doch einfacher mit dem Film, weil dann stört die Nässe auch nicht. Ich hoffe, das tut dem Ton keinen Abbruch und dass der Unterschied nicht allzu groß ist. Und ja, wir fahren dann jetzt auch weiter, nachdem ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe, dann Richtung Dorf Gastein. Jetzt geht's Richtung St. Johann in Pongau. Und ja, dann geht's bergauf Richtung Dorf Gastein. Ja, es ist immer gar nicht so einfach im Regen zu filmen und immer juhu, juhu. Ich hätte mir zum Beispiel jetzt auch gerne noch die Skischanze da angeguckt. Wäre ich gerne noch hingefahren, aber bei dem Wetter macht das ehrlicherweise einfach keinen Spaß. Deshalb werden wir jetzt weiterfahren und ja, dann Richtung Dorf Gastein. So, weiter geht's im schönen, flüssigen Sonnenschein. Und ja, was man sagen muss, sind echt recht viele Rastplätze vorhanden. Die Ausschilderung ist eigentlich auch ganz gut. Ja, da im Bischofshofen, halt in den Städten, ist nicht immer ganz so einfach, sich zurechtzufinden, ne? Aber ansonsten von der Ausschilderung her passt das. Jetzt kann ich auch ein bisschen ungehemmter filmen, ohne dem Mikro. Und ja, jetzt fahren wir hier halt in dem schönen Regen, fahren wir jetzt halt Richtung St. Johann im Pongau, an der schönen Salzach entlang. So schön ist sie eigentlich nicht, weil die ist ganz schön schlammig und voll. Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Ja, was denn, nur Regen oder was ist das? Ja, das ist der Regen und das kitzelt an der Nase und ja. Leute, das seucht gerade richtig jetzt, ey. Ist das dein einziges Problem mit der Nase? Ja. Oh, dann geht's ja noch. Dann regnet es nicht doll genug. Ach, ist das herrlich. Der Regen wird weniger und ja, wir dürfen dann bei dem schönen Wetter noch eine Umleitung fahren. Keine Ahnung, ob die jetzt noch länger ist oder nicht. Bisschen verwirrend, weil Umleitung und dann absolutes Durchfahrverbot auf der Umleitung. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wir sind jetzt hier in Schwarzach oder so heißt das, gell? Ja. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir wie wo rauskommen. Wir scheinen auf jeden Fall hier an irgendeinem Bahnhof zu sein. Irgendwie Pongau, Schwarzach. Ich habe keine Ahnung. Da ging die letzten Kilometer immer noch an der Salzach entlang. War jetzt nichts Außergewöhnliches, aber war schön zu fahren, schöner Radweg. Und ja, schaut aus, als wird es vielleicht doch ein bisschen heller und die letzten Kilometer vielleicht doch noch ein bisschen im Trockenen. Wäre ja schön. Nun geht sie los, unsere Steigung schon ganz ordentlich, was hier hoch geht. Aber wenn man oben ist oder schon mal ein Stück hoch ist, hat man auch immer einen tollen Blick hier nochmal zurück auf, ja, ich weiß es nicht, St. Johann, Pongau, Schwarzach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein toller Blick zurück. Sieht ein bisschen heller aus auf der Seite, aber fängt gerade wieder an zu regnen, gell? Hä? Ja. Ja. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer und die werden zum größten Teil bergauf gehen. Also lassen wir die Räder qualmen und los geht's. Ja, wir haben nicht zu viel versprochen. Die Steigungen sind schon nicht schlecht, gell? Ja. Tinas Akku macht langsam schlapp. Mal gucken, wenn wir gleich eine trockene Möglichkeit haben, werden wir gleich beide wechseln. Und die können wir dann heute Nacht laden und dann fahren wir mit denen, die wir jetzt reinmachen, dann morgen erstmal weiter. Aber klasse Ausblick, auch wenn es jetzt langsam zuzieht. Und hier aus wie vielen anderen Videos bekannt, das Ausgleichsbecken, was natürlich ziemlich leer ist. Wir sind hier auf einem richtig klasse Radweg, also wirklich toll. Keine Autos und
Wirtschaftswege. Ja gut, bei Sonnenschein wäre es natürlich deutlich schöner. Es fängt an, weniger zu regnen. Ach, ist auch egal. Der Regen wird weniger und ja, wir suchen jetzt immer noch eine kleine Überdachung zum Akkuwechsel. Und mir brennt das Auge. Oh, mir läuft der ganze Schweiß da rein vom Regen. Oh, das ist nicht schön. Wir haben gerade die Akkus gewechselt und ja, mein Smart und Kiox resigniert jetzt komplett. Das lässt sich noch nicht mehr verbinden. Wir fahren jetzt nach Schildern. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Liegt es am Regen? Ich weiß es nicht. Ich werde mich heute Abend damit mal befassen. Und ja, mal gucken, mich mal belesen, was ich da machen kann. Ansonsten lassen wir uns halt mit Komoot booten. Aber schon nervig, echt. Kaufst dir ein teures Rad und dann funktioniert die Scheiße nicht, ey. Kann auch nicht sein, echt. Ärgert mich auch gerade wirklich. Wir sind zwar noch nicht im Bad Gastein, aber einen kleinen Wasserfall gibt es trotzdem schon. Schön, das muntert auf. Wir sind jetzt hier an der Hauptstraße. Ich glaube, es geht gleich runter in den Tunnel. Aber schau mal hier. Richtig, richtig schön. Ja, der Vorteil ist, es ist auf jeden Fall trocken hier drinne. Das ist natürlich sehr angenehm, aber es ist sehr, sehr laut. Und ein schönes Echo haben wir. Hallo. Ja, wir tängeln uns mal hier durch. Der Tunnel ist durch und der Regen hat uns wieder, aber ich glaube, da folgt gleich Tunnel 2. Und genau so ist es. Sehr, sehr laut. Ich hatte ja so die stille Hoffnung, dass nach dem Tunnel Sonnenschein folgt. Scheiße, hier pisst es noch mehr, ey. Leck mir am Arsch, ey. Aber wir haben es bald geschafft. Reicht dann auch echt, muss man echt sagen. Also die Technik ist nass, wir sind nass, also reicht jetzt wirklich. Also ich freue mich wirklich aufs Hotel. Und ich finde, das kann man auch mal klar und deutlich dann auch so sagen. Da sitzen sie jetzt wie Pat und Patterchen, gell? Klitsche nass. Hier in der Bushaltestelle. Komme ich mir vor wie meiner Jugend, oh echt. Abends nicht mit den anderen Bushaltehäuschen warmer treffen. Also ich fährt sogar ein Bus nach Dorfgastein. Aber es sind nur noch 5 Kilometer, die hauen wir jetzt auch durch und dann geht zum, wie heißt der? Steindelwirt, genau. Zum Steindelwirt, ja. Jetzt sagen es euch nachher. Ja, wir müssen dann erstmal im Hotel alles aus den Taschen raus und in den Taschen ist alles trocken, aber die Taschen trocknen und vernünftig alles. Also, da haben wir dann noch ein bisschen zu tun. Ja, wenn die Sachen eh pitschnass sind, gleich waschen. Schauen wir mal, ich hoffe, das Zimmer ist groß genug, dass wir da alles aufhängen können. Ja, es pisst wie die Sau wirklich. Also, ist nicht mehr schön, aber wir können froh sein, dass das heute nur bis oder erst ab heute Nachmittag geregnet hat und wir noch trocken Mittag machen konnten. Und ja, es ist wie es ist. Ab morgen folgt Sonnenschein, trockener Sonnenschein, ja. Haben sie gesagt. Darauf freuen wir uns. Wir sind in Dorf Bad Gastein angekommen und ja, da vorne haben wir schon unser Hotel. Steindelwirt heißt das. Schöne Kirche hier. Jetzt sind wir auch froh, dass wir da sind. Und jetzt hört es auch auf zu regnen, wo wir da sind. Ja, ihr Lieben, wir sind angekommen im Hotel, einen Tag später. Trocken gelegt und ja, war heute doch dann eine echt anstrengende Fahrt mit dem Regen, gell? Und ja, hat nachher echt keinen Spaß mehr gemacht, muss man ganz ehrlich sein. Wobei die Tour richtig tolle Abschnitte hatte, gerade nach der Steigung nach Schwarzach,
wunderschöner Radweg, richtig toll gewesen. Das Stück an der Landstraße, ja, hat uns nicht so gut gefallen, das hat sich auch ganz schön gezogen. Und ja, wir wurden hier am Hotel gleich ganz nett empfangen, hier im, wie heißt der, Steindl-Wirt. Und ja, die Dame hat uns gleich die Hoteltür aufgemacht, hat gesagt, schieb die Fahrräder gleich rein. Konnten wir hier im Hotel auf dem Flur stellen, 1A, und hat alles super gepasst. Das Zimmer, ja, es ist alles so ein bisschen in den 90ern stehen geblieben. Unser größtes Problem war hier eigentlich Steckdosen, weil hier ist Tatsache eine einzige Steckdose hier neben dem Bett. Das ist natürlich schwierig, wenn du zwei Akkus laden musst. Wir haben den Fernseher dann noch ausgesteckt, so hatten wir noch eine zweite. Selbst der Föhn ist direkt am Strom angeschlossen, also noch nicht mal im Bad eine Steckdose. Also das war ein bisschen schwierig, deshalb lädt hier auch noch einiges. Aber wir kriegen es hin. Ja, wir haben uns dann gedacht gestern, wir waschen unsere Sachen gleich, weil die ja eh so nass waren. Und ja, die sind natürlich nicht trocken geworden. Jetzt müssen wir sie nass einpacken. Mal gucken, ob ich die hinten nachher noch aufs Fahrrad schnalle oder wie wir das machen. Müssen wir dann mal schauen. Und ja, wir waren gestern noch essen. Ja. Auf der Alm. Da blende ich euch mal die Bilder und ein kleines Video habe ich da gemacht, blende ich euch mal ein. Ja, ihr Lieben, in Dorf Gastein angekommen. Wir haben hier ein schönes Radler und hier eine richtig schöne Alm gefunden. Hier werden wir schön Abendbrot essen. Die Gefahr, hier zu versacken, ist groß, gell? Ja, sehr groß. Also werden wir uns fein zusammenreißen, dass wir nur zwei Bierle trinken, gell? Ja, wie ihr gesehen habt, richtig klasse, war richtig cool, war richtig nett. Mussten echt aufpassen, dass wir da nicht versacken. Wir haben dann rechtzeitig einen Absprung geschafft, haben auch noch ein anderes nettes Pärchen da kennengelernt. Hat also gepasst, war ein guter Abend, wir haben recht gut geschlafen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch schnell das Hotelzimmer. Gibt es eigentlich gar nicht so viel zu zeigen. Also da oben der besagte Fernseher, da habe ich den Stecker rausbekommen, den Fernseher habe ich rausgenommen. Ja, es ist halt ein bisschen, ne, altbacken, das Bett hat auch schön geknatscht, beim jeden Mal umdrehen. Und ja, hier das hervorragende Innenmintgrün-Badezimmer. Genau, wir haben noch einen Balkon, da müssen wir jetzt aber leise sein, weil es ist noch früh morgens. Ja, ich denke, das passt. Wir haben 103 Euro mit Frühstück bezahlt und ja, freuen uns jetzt auf den, jetzt muss ich irgendwie aufpassen, wie ich sage, in dem, genau, in der morgigen Etappe wartet die Tauernschleuse und es geht nach Kärnten. Endpunkt wird dann Spital an der Drau sein, das werden wieder so um die 80 Kilometer sein und Wetter soll besser werden, ihr habt es ja gerade schon gesehen. Und ja, in dem Fall verabschieden wir uns für heute und starten dann gleich in den neuen Tag. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst gerne ein Abo, einen Kommentar und das ganze Zeug da. Und ja, in dem Fall Ende aus, Mickey Maus, wir sind raus. Servus! Servus.